Ah, ja, Salle, was geht? Erstmal schön auslaufen. Herzlich willkommen hier zurück bei mir auf dem Kanal. Heute wieder in Raft mit mir, am Flyhigh und unserer Highfly und dem Justin. Yay! Hallo. Halli, hallihallo. So, dann kann's losgehen. Vorsicht vor den Bären und so, ne? Ja. So, Inventar ist leer. Ich war hier schon in der letzten Folge ganz kurz drauf und hab hier mal bis zu dem Maschendrahtzaun geguckt. Gegen Bären habe ich auch schon gekämpft. Die sind eigentlich relativ einfach, sage ich jetzt mal. Man muss immer nur wieder weglaufen vor ihnen. So, gucken wir doch mal. Habe ich den Kelcher dabei? Ah ja, habe ich. Perfekt. Es sind irgendwelche Birken. Ich glaube, die kleine Birke da. Kann man die? Ah Ja. ja, die kann man. Dann Und nehme ich das mal mit. die da, glaube ich, auch. Ah ja. Die oben glaube ich nicht. Und die hier auch, diese Pinien. Okay. Ja, hier vor der Insel könnte man auch schwimmen gehen, weil da gibt es einen Haufen Schrott. Der fehlt uns ja im Moment ein bisschen. Schön idyllisch bis jetzt. Ja, und da stand schon Bild mit Scheren, ein Schild mit Bären. Naja, ich denke mal, wir haben ja jetzt, oder ich habe ja jetzt hier schon den einen oder anderen Bär gesehen. Da laufen wir hier mal hoch, so auf entspannt. Der erste Bär, der hat mich ziemlich erschrocken. Da habe ich ziemlich geschrien. Wie ein kleines Mädchen. Aber jetzt bin ich die Bärentöterin. Also ich möchte auch bitte so angeredet werden, ja. Leihei, die Bärentöterin. Okay. Ich glaube, da kommt Sieht aus wie nichts eine mehr. Sackgasse. Ja, wir müssen hier hinten. Schade, dass hier nichts versteckt ist. Naja. Oder ging es jetzt hier weiter hoch? Ah. Ja. Oh, Links oder rechts? hier ist Stacheldraht. Lass erst mal. Ja, links geht's ja wohl wahrscheinlich wieder runter, ne? Keine Ahnung, kommt man durch das Stacheldraht durch? Durch den Stachelzaun dann? Ich glaube nicht. Aber doch, hier kann man durchhüpfen. Wie? Ah, Jump and Run oder was? Oh. Oh Gott. Oh. Oh. Okay, ich springe mehr in der Suppe hier rum wie alles andere. Ja, moin. Oh, ich bin fast tot. Oh, Scheiße. Dann Zum Glück habe ich Heilkräuter dabei, du. wollte gerade Holz essen, sollte ich vielleicht lassen. So, wunderbar, bin ich doch wieder hergestellt. Oh, wollen wir Oh, da was mal ist das? hochgehen? Oder erst Ja, du das warte. Haus da rechts? Wir gehen erst Lass rechts. uns erstmal hier. If you lived here, your house is gone. Okay. Benötigt eine Glühbirne. Benutzen. Oh. Biokraft. Biokraftstoffraffinerie. Was Nice. benötigst du hier? Benötigt ein Brünnsägeblatt. Ah, hier oben ist irgendwas. Kiste. Achso, gut. Wow, mal wieder eine neue Notiz. Soll ich die lesen? Da gibt's nichts zu lesen, das ist Ah. nur irgendwie so ein Programm. Zum Glück. Ich seh's. Gut, also das hier müssen wir uns merken. Gut, dann gehen wir jetzt hier einmal Gehen nach wir unten. nicht. Wir sammeln ja erstmal die Wildbeeren ein. Wo bist du hin? Ja, hier einfach an dem Haus Achso, hintergegangen. hier hin. Hier noch ein bisschen umgucken. Wildbeeren habe ich bis jetzt auch noch keine gefunden.
Leid, wie riesig ist. Sind wir von da unten gekommen? Nee. Nee, ich glaube. Oha. Nee. Alter, die Insel ist so riesig. Da hinten ist auch noch ein Funkturm oder irgendwas. Ja, jetzt moin. Gehen wir erstmal hier auf den ersten Funkturm. Aber ein Bär oder so war jetzt noch nicht zu sehen. Ein Lama haben wir gesehen, ja. Wir haben einen Lama gesehen. Also ich zumindest, ja. Ja, ich nicht. Hier geht's hoch. Oh. So, oben angekommen. Was ist, steht hier so rum? Nichts. Oh ja. Ah, hier ist irgendwie. Hier ist benutzen. Irgendwas. Hier habe ich schon wieder einen Hinweis gefunden. Wenn du magst, kannst du den ja vorlesen. Erster Eintrag. Ich habe dir das Hilfsboot gelassen. Es tut mir leid. Tut mir leid, Bruno. Sie sind alle allein da draußen. Alberte. Zweiter Eintrag. Alberte, ich habe es geschafft, heute jemanden zu kontaktieren. Muss die Marine gewesen sein, aber sie klang ausländisch. Ich fragte sie nach dir, aber es sah nicht so aus, als würden sie es empfangen, da Nummer 6 unter Wasser ging. Ich habe ihnen eine Nachricht hinterlassen, nur für den Fall. Es kann nicht so schlimm sein. Ich bin Bruno, ich melde mich ab. Dritter Eintrag. Alberte, ich habe deinen Schraubenschlüssel gefunden. Draußen bei der Lichtung. Hast du ihn dort gelassen? Ist es eine Art Spiel? Ich weiß, es war hart für dich, hier festsitzen zu müssen, aber ich denke, du bist grausam. Okay. Bitte, wenn du hier bist, will nur reden. Ja, ich habe jetzt da den Schäbel benutzt. Wir haben das erste von 3 Relais wohl aktiviert. Ah, dann. Hoch kommt man auch nicht. Ach klar. Was? Ja, genau. Ja. Hier oben ist aber nichts. Echt? Hm. That is unsatisfying, du. So. Eine Glühbirne oder so haben wir ja auch nicht gefunden. Nix, ne? Nein. Aufnahmegerät und Wildbeeren. Ja, Wildbeeren, okay. Ja, das Aufnahmegerät haben wir eben. Müssen wir jetzt den Scheiß wieder zurückspringen oder kann man das auch irgendwie abkürzen? Ich glaube, man kann auch abkürzen. Ja. Hilfe, ich falle jetzt hier runter. Doch nicht abkürzen? Doch. Doch, dann gehe ich dir mal hinterher. Hier ist ein Bär. Tschüss. Au, hat mich geholfen. Perfekt, ich nehme den aus. Und ich habe auch 12 Flash. Ich habe nur das Leder. Hier waren wir noch nicht. Nein, weil wir ja irgendwie so, also Release Station 2, Rainser. Okay. Was ist hier? Henry's Stuff, keep out. Kann aber auch nichts sein. Nö. Also, wir lesen Schilder. Release Station 3. 2 waren wir und Ranger Station waren. Müssen wir nach links. Na dann. Welches links? Ich glaube hinterher. Ja, das andere, da geht's wieder runter, würde ich sagen. Ich denke, hier teilt sich das Ganze dann irgendwann nochmal auf. Keine Ahnung. Ja, richtig. Nee. Wo geht's denn hier lang? Ne, hier kommen wir nach unten, glaube ich. Hier unten wäre ein Bär und Honig und Bienen. Lass mal hier runter gehen. Ja, klar. Alter, der springt, Junge. Hey, oh. Lass mich kauen. Kann dich nicht hauen. Hä? Oh. Mich die Bienen gehauen? Ach, keine Ahnung. Nee, er hat so einen Dampfangriff gemacht. Ach so. So, dann hole ich mir mal die Bienen. Halt. Hey. Ah. Zack. Nimmst du den Honig mit? Wo? Hier ist Honig. Ah.
Da drüben sind noch mal Bienen. Ich weiß ja, nicht, hier ist auch noch mehr Honig. Ja, klar. Hier hinten ist auch noch Honig. Und ah, da ja, auch noch. Nehmen wir die Honigwaben mal mit. Die sind schon ganz gut. Richtig. Ja, ich habe ja schon Honig hergestellt aus den Honigwaben und Glas. Und ja, ich denke, man konnte groß nichts damit anfangen. Deshalb denke ich, wird es was für die Treibstoffeinheit sein. Denke ich auch. Laufen wir mal hoch. Ja, ich nehme hier noch ein paar Bäume mit. Da bist du. Deckst dich nur. Wenn ich einmal nicht zu dir schaue, finde ich dich nicht mehr. Das ist schlimm. Ja. Ja, die Birken und das ganze Zeug wäre schade. Willst du wieder hier hochkommen? Na, ich fäll hier noch die Bäume. So wie sich das gehört. Ach, scheiß auf den hinter hinten. Ich komme. Gutes. I'm on my way. Dann nehme ich den Baum noch mit. Gut, dann. Wir müssen hier lang. Ja, oh, hoch oder runter? Guck mal hier nach rechts. Ja. Ich glaube, wir müssen hier geradeaus. Ja. Der Schilder. So, wie riesig das Ding hier doch ist. Aber ja, endlich mal. Da vorne sind noch mal Schilder. Ja. Wo bist du schon wieder hin? Ja, ich bin hier einfach mal nach links gelaufen. Man muss ja nicht immer nur den Schildern folgen. Okay. Ah, hier ist das Lama, also... Okay. Lass mal hier nach oben gehen. Wir haben ja genug Zeit. Wir haben ja genug Zeit. Das ist... rennt ja nicht weg. Ja, stimmt. Blitze noch weiter nach oben. Ja. Wildbeere. Perfekt. Nimm alle mit, die du findest. Ja. Oh, das hat Potenzial, sich zu verlaufen. Das ist, böse. Vielmäßig, auf jeden Fall. Und gut. Hier ist auch wieder irgendwas, egal. Lass uns zum Weg zurücklaufen. Von da aus weitermachen. Ich glaube, sonst sind wir hier wirklich bald verloren. Ich genauso. Ich glaube, wir haben uns jetzt schon verlaufen. Nein. Es wird halt dunkel, aber das stört uns jetzt mal nicht. Also, wo waren jetzt die Schilder? Da vorne? Da vorne. Ja, dann laufen wir jetzt einfach mal links hoch. Hier liegt ein Hinweis. Oh. Soll ich wieder lesen? Es ist geschafft, wir sind durch. Okay. B. Mehr war es nicht. Hier liegt nochmal einer. Vater hat uns einen neuen Liebling. Was? Vater hat einen neuen Liebling. Wir können das nicht zulassen. N und D und L. Notiz. Was ist hier für ein Schrein? Bla bla. Vater muss eine Entscheidung treffen. Ich weiß, dass ich nicht seine werde. Ich habe genug getan. B. Nicht genug Bode für uns alle. Es tut mir leid. Ah. Noch einer. No. Die Schuldigen waren hungrig. Wir müssen bestraft werden, wenn wir uns ausruhen wollen. B. Ich übertöne dich. Willst du mal machen? Ja, super. Ah, jetzt haben wir eine Glühbirne.
Okay, das heißt, können wir ja dann da bei der Ranger-Hütte einsetzen. Glaube, wir waren hier falsch. War es das jetzt hier schon auf diesem kleinen Plateau? Laufen wir wieder zurück zu den Schildern. Ja gut, oder wir laufen jetzt, ah doch hier, dann müssen wir hier lang, ne? Ja. Da vorne sind auch wieder Schilder. Ja, dann sind wir hier richtig. Bei den zwei Schildern rechts. Ja, wir gucken aber erst nach links. Du machst mich fertig. Hoffentlich, hoffentlich. Ich bleib oben. Oder sind wir jetzt hier nur... Hier ist was. Hier ist ein Riesentrog. Hier kann man 5 Wildbären benutzen. Ich habe jetzt... Oh, hier kommt ein Bär. Oh, shit, da steht ein Bär jetzt an diesem Trog. Der ist... Wollen wir es töten? Kann man es töten? Soll ich mal mit dem Bogen draufschießen? Ja. Oh, er kommt. Kriegen. Es ist böse. Aua. Aber der sieht ein bisschen anders da, größer aus. Du bist tot. Oh. Was mache ich jetzt? Wie soll man ihn in Ruhe lassen und ich bringe dich zum Boot, ja? Ist jetzt, wie finde ich jetzt hier das Boot? Was denn? Ich weiß es nicht. Ja, scheiße. Er hat uns gut fertig gemacht. Okay, dann gibt's hier einen kleinen Cut. Ich schau mal, dass ich Justin in Ruhe zurückbringen kann zum Boot. Und dann sehen wir uns gleich wieder irgendwo hier an diesem Schild. Ja, Justin und ich, wir sind wieder auf den Füßen. Oder besser gesagt, Justin, wir haben uns gestärkt, haben noch ein bisschen was gegessen. Und getrunken. Ich glaube, ja, egal, laufen wir mal da lang. Ja, genau, da waren wir ja jetzt. Vorhin sind wir links gegangen, da ging es zum Bär. Und jetzt laufen wir rechts, da geht es wahrscheinlich zur Ranger-Station. Zu dem anderen Dings. Mit Da den anderen oben sollte zwei man mal noch hochgucken. belöscht. Hier, wo diese Spinde sind. Den kann man benutzen. Oh, da haben wir das Sägeblatt. Ah. Euer Bär. Wo? Uah. Ich mach. Easy. Dann müssen wir. Da ist eine Höhle oder sowas, ne? Wir gucken in die Höhle. Okay, wir laufen schon wieder weg. Pero. Habe ich die Schaufel dabei? Natürlich nicht. Naja, okay, dann können wir nur die Pilze mitnehmen. Glaubst du, wir finden hier was? Nee, das. Ne, hier läuft man nur einmal im Kreis. Na, schade. Naja, gut, Schmutz hätte man halt mitnehmen können. Ton brauchen wir für die. Für die Dings. Dass wir den Bienenstock aufstellen könnten, aber da müssen wir erst eine andere Insel wie Balboa ansteuern, glaube ich. Wo bist Mal du hier da? bin ich mal getaucht und habe aber nichts gefunden. Ton haben wir keinen mehr. Nee, habe ich für Heilzeugs rausgehauen. Okay. Nochmal ein Lama. Jetzt müssen wir Welche uns Station? entscheiden. Erst zu 4 4 oder oder erst zu 6? 6? Wir gehen erst zu 4. Gut. Ah. Ja. Okay, und wie lösen wir das Problemchen? Kann man da mit dem Pfeil drauf schießen?
Wo? Auf. Nee. Auf. Ja, vielleicht hätte man auch einfach einen Stein nehmen können und den dagegen werfen. Ja, lass mal den Pfeil stecken. Ah, jetzt hat er den aufgehoben. Ich hab dich nicht aufgehoben. Ja, jetzt ist er die spawned. Aber macht Sinn, wenn da Steine davor liegen, dass man mit einem Stein drauf wirft. So, bevor wir auf den Turm gehen, gucken wir uns die Insel hier erstmal an. Die Insel? Ja, halt diesen Abschnitt der Insel. Schon eher. Mal sicher oben drumherum. Da hinten gibt es auch noch mal Honig. Okay. Wo bist du? Hinter mir, oder? Ich bin bei den Türmen. Ich sammle mal den Honig. Okay. Zap, zerab gemacht, die Natur betrogen. Dann warte ich mal bei der Relaisstation eben auf dich. Ja, ich würde sagen, die erkunden wir noch zusammen und dann springen wir von hier aus in die nächste Folge. Ich meine, dann müssen wir ja noch zur 6, dann müssen wir noch die Glühbirne und das Sägeblatt dort in der anderen Station nochmal einfügen. Wer weiß, was wir hier jetzt noch finden. Wie geht's denn jetzt hier hoch? Hier geht's hoch. So, auf nach oben. Ah, zum Glück sind die Bündel hier keine Hinweise. Ich bin schon einmal außenrum gelaufen. Ah, Hinweis! Brunzhammer, den haben wir doch, glaube ich. Nee, haben wir nicht geprobt. Okay, ich mache das hier einmal groß und dann dürft ihr euch das selber durchlesen, wenn euch das interessiert. So. Ja, da ist der Hammer. Ah, ja. Und wo kann man jetzt hier den... Hier kann man. Hier haben wir noch einen Hinweis. Treibstoffrohr. Und ein Baublatt. Moment. Das da. Oh, ja, geil. Aber oh, wir haben hier noch... Das wohl wirklich alles mit dem Motor. Don't lose. Wir haben hier eine Zeichnung von Balboa bekommen. No. Okay, wir sind ja gerade bei 4. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Hinten rum um diesen Berg, um zu 6 zu kommen. Ah ja, alles klar. Und der... Totenkopf ist wahrscheinlich der Bär. Der Bär, genau. Hier oben ist nichts mehr. Wie? Warum machen die das? Das ist doch voll. Ah, hier steht noch eine Winkekatze. Mhm. Hallo. Ja, also wir bleiben jetzt mal noch kurz hier oben und... Ich würde sagen, das war eine super gelungene Folge, ein Tod vom Justin, aber jetzt haben wir 1-1 unentschieden, jeder ist einmal gestorben. Und ja, dann schauen wir doch mal, suchen wir die 6. Jägerstation auf, laufen nochmal zu der anderen zurück und stellen uns vermutlich in der nächsten Folge den Bär. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch den Daumen nach oben da und dann ciao, ciao. Tschüss.